Zugverspätungen hemmen nicht nur die planmäßige Erfüllung der Transportaufgaben der Deutschen Reichsbahn, sondern wirken sich besonders im Berufsverkehr auf zahlreiche andere Betriebe aus. Nur gut gepflegte Lokomotiven garantieren eine pünktliche Beförderung der Züge. Deshalb müssen sich alle Lokbrigaden bemühen, die Pflege ihrer Lokomotiven zu verbessern. So der Reichsbahnfilm. Eigentlich war die Pflege der Loks die Aufgabe der Werkstätten. Die aber waren schlecht ausgestattet und so wurde aus einem Mangel eine Tugend. Die Lokpflegemethode nach dem Vorbild des sowjetischen Neueres Lunin weist uns den Weg. Der Pflegezustand der Lokomotive ist gleichzeitig ein Maßstab für die Arbeit des Lokfahrmeisters. Lokfahrmeister Hoffmanns Anerkennung über die vorbildliche Pflege der Lokomotive veranlasst Lokführer Gröger, sich um die Weiterbildung der Brigade Hauptmann zu kümmern. Natürlich war es dabei auch gewollt, dass eine Art Wettbewerb zwischen dem Personal der jeweiligen Loks entstand. Lokführer Gröger kommt seinem Versprechen nach und kümmert sich um die Brigade der Lok 38 13 78. Doch Kollege Hauptmann will noch nichts von der Lunin-Lokpflegemethode wissen, wenn er auch an seiner eigenen Lokomotive erkennt, wie sich die Vernachlässigung der Pflege auswirkt. In den letzten 14 Tagen musste seine Lokomotive viermal in die Werkstatt. Dagegen zeigt ihm Kollege Gröger, wie es seine Brigade verstanden hat, hohe Lokleistungen zu erreichen. Die Einsparung im letzten Monat betrug 840 D-Mark. Davon allein an Kohle rund 300 D-Mark. Einige Tage später treffen die Brigaden der beiden Lokomotiven wieder zusammen. Lokführer Gröger erklärt seinem Kollegen Hauptmann abermals die Vorteile der Lunin-Lokpflege. Noch immer ist Lokführer Hauptmann nicht ganz Grögers Meinung. Doch ein Blick auf seinen Heizer, der zum Abölen die 4-Liter-Kanne anstelle des Ölgießers benutzt, überzeugt ihn davon, dass die Lokpflege bereits bei den scheinbar nebensächlichen Dingen beginnt. Lokführer Hauptmann sieht ein, dass eine gute Lokpflege die wichtigste Voraussetzung ist, um Höchstleistungen zu erreichen. Um ihn völlig zu überzeugen, schlägt Gröger eine Besichtigung seiner Lokomotive vor. So kann sich Kollege Hauptmann ein Bild von der Arbeitsweise bei der Lunin-Lokpflegemethode verschaffen. Und hier an der Gröger-Lok ist natürlich alles bestens in Schuss und alle Pläne werden penibel eingehalten. Täglich sind die Bremseinrichtungen zu prüfen, wie es in der DV 947 angeordnet ist. Der Hauptluftbehälter muss unbedingt entwässert werden. Lokführer Hauptmann, der sich nun auch für die Lunin-Methode interessiert, macht seinen Kollegen auf einen kleinen Fehler aufmerksam. Der Schaden wird natürlich sofort behoben. Besondere Beachtung ist dem Funkenfänger zu widmen. Die Rauchkammertür darf nicht ausglühen, sonst verzieht sie sich und wird undicht. Darum ist darauf zu achten, dass die Nesseinrichtung in Ordnung ist. Heizer Wawarowski meldet seinem Lokführer den Abschluss der Vorbereitungsarbeiten. Lokführer Hauptmann verspricht seinem Kollegen Gröger, sich mit der Lunin-Lokpflege auseinanderzusetzen. Auch die Brigade der Lok 38 13 78 hat inzwischen den Wert der organisierten Lokpflege erkannt und gibt sich alle Mühe, den Zustand ihrer Lokomotive zu verbessern. Und für alle, denen die praktischen Anweisungen noch nicht ausreichen, folgt die staatstragende Zusammenfassung. Durch die Senkung der Standzeiten der Lok in den Werkstätten der Bahnbetriebswerke wird eine große Zahl von Lokomotiven für das erhöhte Verkehrsaufkommen gewonnen. Deshalb hat die organisierte Lokpflege nicht nur interne Bedeutung, sondern darüber hinaus hohes staatspolitisches Gewicht. Sie garantiert die Durchführung unserer Transportpläne und ist somit ein Baustein zur schnelleren Erreichung eines höheren Lebensstandards.
Komplett vom ideologischen Ballast befreit, hat die Lunin-Methode überlebt. So wie hier in Stassfurt. Die jungen Eisenbahnfans nennen sich nicht mehr Brigade, sondern Pflegekollektiv. Sie wollen eine Lok der Baureihe 44 wieder aufarbeiten, ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Ein sanfter Zwang wie in früheren Zeiten ist nicht mehr dabei. Doch über die Geschichte wissen sie gut Bescheid. Und dieses Schild, das gab es in den 50er Jahren, das war die Lokpflegemethode nach Lunin. Das war ein sowjetischer, sozusagen Maschinist oder auf Deutsch Lokführer. Und der hat diese Pflegemethode hier bei der damaligen Deutschen Reichsbahn mit eingeführt, um halt die Maschinen länger am Laufen zu halten. Und wir haben das so ein bisschen aufgegriffen. Da wir vier hier als Pflegekollektiv arbeiten, haben wir gedacht, machen wir halt in persönlicher Pflege von uns vieren. Natürlich muss es nicht nach der Methode Lunin sein, wenn sich junge Menschen mit der Eisenbahn beschäftigen.